Ach Leute, wir haben ihn ganz knapp verpasst. Jetzt werden wir ihn aber bekommen. Den Karatemeister, der sich hier im Kesselberg befindet. Wir sind nach rechts weitergegangen, aber wir hätten hier runtergehen müssen. Das war im Übrigen auch der einzige Weg, den es noch gibt. Also wir haben alles gesehen, nur den richtigen nicht. Lol. Dann ist hier ein Top-Beleber. Und hier in der Nähe ist er dann auch schon. Aber erstmal was anderes. Ich habe mich dazu entschieden, Schockwelle vorübergehend mal Large Croc beizubringen. Slam ist mir sowieso zu ungenau und ich greife jetzt eigentlich nur noch mit Drachenstoß an. Das kann im Grunde eigentlich verschwinden. Und da wir keine Elektroattacke haben, die aber oftmals gebraucht haben, haben wir jetzt zumindest mal die Option, dass eine da ist. Nicht unbedingt stark, aber sie ist da. Und vor allem, Schockwelle trifft ja in jedem Fall. Also wenn so ein Problem mit Doppelteam auftritt oder so, dann kann Large Croc das zumindest lösen. Also halte ich für vorübergehend ganz sinnvoll, bis was Besseres kommt. Top Beleber! Gleich nochmal. Lol. Und da ist der Typ. Unser Karatemeister. Hey da! Ich bin der Karatemeister. Ich trainiere hier ganz alleine in dieser düsteren Höhle. So bin ich eben. In Ordnung, hergehört. Ich will, dass du gegen mich kämpfst. Ah. Wusste ich doch, dass er kämpfen will. Deswegen habe ich Facepalm nach vorne getan. Und zwar greift er an mit Kikli. Gott, der schwach. Da war der Trainer ja besser. Ich weiß nicht, was der Kerl hier trainiert. Also, seine Pokémon sind es jedenfalls nicht. Der ist schon mal nix. Ah, es reicht zu Level 46. Das ist doch schön. Jetzt wird noch Nocturne kommen. Wahrscheinlich gleiches Level, gleiches Schicksal. Naja. Das ist ja eine Oma-Veranstaltung hier. Juckt mich gar nicht. Besiegt. Live heißt er. Das ist doch unmöglich. Wie lange soll ich denn noch trainieren? Ich sage es nur ungern, aber ich habe verloren. Ich gebe mich geschlagen. Ja gut. Als Beweis für deinen Sieg will ich dir dieses kostbare Kampf-Pokémon überreichen. Ich habe zu viele Pokémon dabei. So, kommen wir jetzt ins Geschäft. Domino erhält Rabauz. Nein, kein Spitzname. Rabauz ist ein Pokémon vom Typ Kampf. Zieht man es auf, entwickelt es sich angeblich zu einem mächtigen Pokémon. Also, Herrgott, steig dich an. Ich setze jetzt auch mein Training fort. Hau rein. Eigentlich dachte ich, der kehrt zurück nach Safronia City, aber das tut er wohl nicht. Ja, Rabauz ist ein interessantes Pokémon. Je nachdem, wie seine Stats auf Level 20, wenn ich mich nicht täusche, sind, entwickelt es sich zu Capoeira, Nocturne oder Kickley. Also wirklich sehr interessant. Fluchtseil. Und irgendwie heult gerade der Hund meiner Freundin rum. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Sie ist weg, ich bin alleine. Wahrscheinlich ist er Depri. Ich werde ihm mal kurz was zu fressen geben oder zu spielen, damit er chillt. Oder? Hat er sich beruhigt? Hat er sich beruhigt? Ich höre nichts mehr. Du. Nein, dann nicht. Okay, bis gleich. Boah, ey Leute, ich sag euch, das geht mal gar nicht. Ich habe keine Ahnung von Hunden, ne? Und jetzt habe ich den 15 Minuten nicht ruhig gekriegt. Ich weiß nicht, was der hat. Gutes Wasser war aus. Dann hat er erstmal gesoffen. Hat aber nicht gereicht. Irgendwie jedes Mal, wenn ich gekommen bin, also da war er ruhig, aber wenn ich wieder gegangen bin, ist er wieder abgegangen. Und jedes Mal lauter. Mann. Jetzt hat er sich irgendwie so ein Klebeband geschnappt und kaut drauf rum. Also nur die Rolle, nicht ausgerollt. Also es kann nichts passieren und so. Solange er was zum Spielen hat und dann ruhig ist. Ist okay. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Ich glaube, ich werde noch des Öfteren allein mit dem allein sein. Und wie gesagt, ich bin, ja. Noob. Mit Katzen kann ich umgehen, aber nicht mit Hunden.
Jetzt ist er 5 Minuten ruhig geblieben, deswegen mache ich jetzt auch weiter. Ich hoffe, er chillt jetzt auch. Nein, ist nicht dein Ernst. Nee, jetzt geht's wieder los, oder was? Ach komm. Ich will zocken, Alter. Ich will mir anbieten, mitzuzocken, aber... Ich glaube, das wäre nicht so produktiv. Was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Ja, wir können eigentlich nur zur nächsten Stadt aufbrechen, weil hier zu kämpfen habe ich noch ein bisschen zu viel Schiss. Oder halt. Jetzt... reagieren die eigentlich darauf, dass ich den Karatemeister Nyoto getroffen habe in dieser Arena? Vielleicht geht er auch so ab, weil er mich sprechen hört. Weil es ist ja niemand im Raum und er fühlt sich alleine. Und wenn er mich sprechen hört, dann sagt er, hey, hol mich doch zu dir und so. Aber das ist mir zu riskant, weil hier sind so viele Kabel von dem ganzen Let's Play und so und dem Computer. Das geht einfach nicht. Ach so, stimmt. Das Dojo wird ja jetzt für die Rematches der Arenaleiter genutzt. Genau. Ah ja, alles klar. Gut, 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 gut. Dann brechen wir auf nach Prismania City. Dort gibt es eine Pflanzenarena-Leiterin. Und ich glaube, gegen die habe ich ein leichtes Spiel. Der Tunnel hier ist nicht geblockt. Hier kann ich rein. Nein, der ist zugesperrt. Ja, ist klar. Einen öffentlichen... Ach Gott. Was soll man machen? Prismania City. Hier gibt es auch wieder eine Spielhalle, aber die wurde, glaube ich, auch zensiert. Das Zensieren der Spielhalle ist ja nur bei uns der Fall. In allen anderen Editionen der Welt gibt es da keine Probleme. Naja, Deutschland, Pussyland. Und trotzdem sind wir ein Land mit den meisten Asozialen. Ja? Also bringt das ganze Zensieren gar nichts. Diese Spielhalle wurde früher von Team Rocket betrieben. Nach dem Untergang von Team Rocket hat sie schließlich ein reicher alter Spielliebhaber umgebaut. Aha. Mann, dein Pokécom ist ein echt cooles Teil. Ist das etwa das neueste Modell? Boah, schon so. Erika ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Wenn du sie unterschätzt, wirst du dein blaues Wunder erleben. Das denke ich nicht. Gut, zugegeben. Der Flammenwurf von Larchcock ist jetzt nicht so stark. Oder Larchcock an sich ist nicht stark, aber ich denke schon, dass er das packen wird. Quappusmann, bist du Freund? Ob du dir wohl auch irgendwann mal ein Quappo halten kannst? Ist schon so ein Pokémon, das ich gerne mal trainieren würde eigentlich. Ich verrate dir ein Geheimnis. In den Prismania-Wohnungen ist ein Ort, den man nur über den Aufzug im ersten Stock erreichen kann. Hey, die Spielhalle sieht schön bei Nacht aus, oder? Schauen wir mal rein. Ist das der gleiche Scheiß wie in Yoto? Ja, sieht so aus. Dieses Volt-Irgendwas-Spiel. Nee. Nee, danke. Das ist mir zu lame. Aber ich glaube, die Preise sind anders. Was bekommt man denn? Oh, ich habe noch 10.000 Münzen. Cool. Ausdauer, Doppelteam, Kraftreserve, Psychokinese, Gyroball und Gigastoß. Das Gigastoß hätte ich jetzt gern genommen, aber das kostet 15.000. Ja, super. Kann ich also nicht holen. Items zum Tragen sind gleich. Scheiße, Mann. Und hier gibt's Pokémon, oder? Ja. Nee, brauche ich alles nicht. Ich bin aufgewacht und habe endlich ihr Talent erkannt. Was für ein Talent, fragst du? Ja, die Kraftreserve, die in meinen Pokémon verborgen lag. Ich weiß jetzt, welchem Typ ihre Kraftreserve entspricht, wenn sie die gleichnamige Attacke lernen. Toll. Was sagst du, soll ich dir verraten, welchem Typ die Kraftreserve deiner Pokémon entspricht? Ja, hier kann man rausfinden, welcher Typ die Kraftreserve hat. Ja gut, fragen wir doch mal nach. Weil wir haben ja lange gerätselt, ob Facepalm eine Feuerattacke dann hätte. Aber nein, es ist Flug. Oh, ich muss mich echt am Riemen reißen und langsam machen. Wenn ich mich hier immer nur amüsiere, dann wirft mich meine Frau am Ende noch hochkant aus dem Haus. Ja, das würde ich an ihrer Stelle aber auch tun. Ich war auf ein Porygon aus, aber ich war genau 100 Münzen zu knapp bei Kasse. Ja, ist doch nur ein Pappenstiel, komm. Das kriegst du noch hin, Junge. Oder, alter Mann.
Okay, ich meine, die City ist groß. Ups. Oh, hast du mich etwa gesehen? Hast du mich aus der Spielhalle kommen sehen? Ich habe jede Menge Münzen erhascht und bin dann mit einem gierigen Grinsen aus dem Gebäude gestapft. Oh, ist mir das peinlich. Du hast alles gesehen, oder? Nein. Und wenn, wäre es mir egal. Es geht mich nichts an. Von dem hat man immer eine TM bekommen. Ist es hier auch so? Seit kurzem spuken hier in der Gegend lauter Slimer herum. Da, schau nur, an diesem Tümpel vor dem Haus... Eine SMS. Tümpel vor dem Haus ist auch eins von ihnen. Wo kommen die bloß alle her? Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Dieser Part scheint verflucht zu sein. Verdammt nochmal. Jetzt geht das Gebell wieder los. Ich glaube, Let's Playen ist heute nicht gut. Haha, jetzt habe ich was ganz Dreistes probiert. So ein Anti-Bell-Halsbandteil. Also kein Stacheldegen, aber, so aber halt irgendwie sowas, das den zur Beruhigung bringt. Ich glaube zwar nicht, dass es funktioniert, aber mal schauen. Ich liebe Städte, in denen viele hohe Gebäude stehen. In Dukatia City, dieser Stadt in Johto, gibt es auch jede Menge hohe Gebäude, oder? Ach, das hört sich echt traumhaft an. Das würde ich gerne selbst mal sehen. Also wenn es nicht klappt, dann raste ich auch langsam aus, weil, was ist denn wieder los hier? Das Sortiment des Prismania Einkaufszentrums ist einfach unschlagbar. Da gibt es alles, was man sich wünscht. Hoppla, jetzt höre ich mich schon so an wie jemand aus dem Werbespot. Ja, schau mal vorbei. Haben die das gleiche Sortiment wie das in Dukatia City? Ich hoffe nicht, das würde gar keinen Sinn machen. Hey, da ist der Arenaleiter aus der Sinnoh-Region. Marinus. Oh, das ist aber mal eine schöne Maske. Hm? Willst du was von mir? Dieser Blick? Sag bloß nicht, du hast es auf meinen coolen Wellenbrecher abgesehen. Nichts, der Finger weg. Vor dem würde ich mich nie trennen. Wie, du willst was ganz anderes? Diese Maske willst du haben? Hm, na gut, die gebe ich dir gerne. Chelast Maske. Was, das reicht noch nicht? Für dein Alter bist du aber ziemlich, dreist. Na gut, das kannst du auch haben. Panflammmaske. Alles klar, schon kapiert. Hier, das kriegst du auch noch dazu. Plinfermaske. Was soll ich damit anfangen? Nein, ist schon in Ordnung. Ich will kein Geld dafür haben. Sie ist einfach als Geschenk von jemandem, dem Masken sehr gut stehen, an jemandem, der Masken sehr schätzt. Nur keine Scheu. Nimm schon. Das ist so sinnlos. Aber naja, gut. Ja, ich habe nur Hypertrank. Und ein paar... Ups. Ein paar Supertrank, bitte. Nicht alle, die ihr besitzt. Nehmen wir mal 8 mit. Können nicht schaden. Dam, 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 dam. Und der hat Bälle. Okay, ja. Legendäre Pokémon müssen wir auch noch zur Genüge fangen. Das ist mir schon alles bewusst. Ja, die zocken alle noch ein bisschen hier. Was verkauft der? TMs, okay. Je unbeliebter der Trainer bei seinem Pokémon ist, desto größer ist die Wirkung, also Frustration. Ja, das ist Rückkehr. Das ist alles unbrauchbar irgendwie. Alles Schrott. Mit F. Steht er nicht dabei? Nee. Ist alles nichts Gescheites. Nee, will ich nicht mitnehmen. Die haben da mehr so taktische TMs. Und ja. Ist nichts für den Spielverlauf. Boah, Briefe, ey, nicht wahr. Okay. Dieses Einkaufszentrum suckt. Es geht zwar noch ein Stockwerk nach oben, aber da müssen die nur noch die Drogen haben. Also Protein und so Zeug.
Ist auch egal, was sie haben. Ich brauch's nicht. Ich spaziere nach draußen. So, es hieß ja, wir müssen in einem Haus in den letzten Stock. Da gibt's was. Was gibt's? Ich bin die Verwalterin dieser Wohnungen. Aber so sicher, wie sie gebaut wurden, gibt es hier nicht viel zu verwalten. Ich wusste nicht, was ich mit all der Freizeit hier anstellen sollte, also habe ich meinen Pokémon mitgebracht. Ach ja, eins solltest du noch wissen. In dieser Residenz gibt es zwei Aufzüge, vergiss das nicht. Zwei Aufzüge. Okay. Dies ist der exklusive Aufzug von Game Freak. Wähle das Stockwerk aus, in das du möchtest. Gehen wir mal erst in den zweiten Stock. Game Freak? So what? Wo bin ich hier gelandet? Oh! Oh, Domina! Das musst du dir anhören. Dieser krasse Sounddesigner da drüben hat mir etwas ganz Tolles gezeigt. Er hat eine Maschine, mit der man Musik wie auf einem Nintendo Game Boy hören kann. Wie progressiv. Wie retro. Er verschenkt sie an Leute, die alle 8 Orden der Kanto-Arenen besitzen. Versuch's doch mal, Domina, bis dann. So, das heißt, diese Lusche hat alle Orden? Mist. Dann müssen wir hier wohl zu einem späteren Zeitpunkt zurückkommen. Aber auf jeden Fall ist es geil, dass man die Retro-Musik hier hören kann. Das ist wirklich super, dass sich die Entwickler dazu entschlossen haben, so etwas einzuprogrammieren. So, ich bin auf dem Dach angekommen. Und da gibt es auch zwei Aufzüge. Oh, ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt. Leute, wisst ihr das noch? Wie komme ich da hin zu dem anderen Aufzug? Schreibt es mir in die Kommis. Hohe Orte habe ich am liebsten. Außer mir und heißer Luft gibt es keinen größeren Fan von Höhen. Ah ja. Wenigstens ist ein bisschen Erdkundeunterricht. Heiße Luft steigt nach oben. Ja, gehen wir ins Erdgeschoss zurück. Und, ich weiß nicht, haben wir jetzt hier alles gesehen? Können wir nun zur Arena aufbrechen? Ah, Moment mal. Ist das der richtige Aufzug? Im Zimmer von Game Freak war der gesperrt. Prismania Wohnungen. Ja, ja, das wird schon stimmen. Okay. Jo, okay. Dann müsst ihr es doch nicht in die Kommis schreiben. Aber ich wette, das wird wieder zigmal drinstehen. Ich kenne eine gruselige Geschichte, die ich dir erzählen will. Es war einmal ein Junge, der gerade ein brandneues Fahrrad bekommen hatte. Er war so froh darüber, dass er es sofort mit auf eine Spritztour nahm. Doch bevor er sich versah, hatte die Nacht den Tag verdrängt und ihren pechschwarzen Mantel um ihn gelegt. Doch da, auf einmal verlor sein Fahrrad an Geschwindigkeit und es wurde immer schwieriger, in die Pedale zu treten. Es war fast so, als würde sein Fahrrad von einer unbekannten Macht rückwärts über den Asphalt geschleift. Er geriet in Panik, verfluchte dieses dämonische Fahrrad etwa, ihn mit sich ins Reich der Finsternis zu schleppen. Aber, oh! Endlich merkte er, dass er den Radweg bergauf gefahren war. Das war zu viel. Ende. Verstehst du die Pointe? Danke fürs Zuhören. Als Belohnung habe ich hier einen Bannsticker für dich. Verstärkt Geistattacken. Und auf mein Fahrrad hat es keine üblen Auswirkungen. Okay. Vielen Dank auch. Dann werden wir wieder nach unten gehen. Ich weiß, an sich ist das jetzt ein langweiliger Part, aber vielleicht ist es doch wiederum ein lustiger, weil ich so oft geowned wurde vom Hund, von SMS und ja. Man muss sich eben auch mal die Städte anschauen. Insgesamt geht ja alles schneller als in Johto, aber die kommenden Parts werden, glaube ich, ganz interessant so. Mit den Problemen, die es ja hier in Kanto gibt. Beispielsweise mit dem Kraftwerk. Das muss ja gelöst werden, ne? Werden wir auch lösen. In den alten Editionen konnte man hier reingehen. TM67 Aufbereitung haben wir hier. Hier, da gab es einen Hintereingang. Das haben sie in den neuen Editionen nicht übernommen.
Okay, ja, doch, das war's. Ab zur Arena. Hier noch das Haus abchecken. Boah, was geht? Halt, ist das nicht auch ein Arenaleiter oder Arenaleiterin? Hilda. Oh, Mama, ein Wettessen. Dass ich das noch erleben darf. Ich war zwecks Training eine Weile auf Diät und könnte Berge verschlingen. Das Angebot, dass der Gewinner nichts für sein Essen bezahlen muss, ist dann einfach, zu schön, um wahr zu sein. Ich kann mich nicht an die erinnern, aber ich glaube, es ist eine Arenaleiterin Orosino. Ich kann jetzt nicht mit dir reden. Ich muss den Mund halten und fressen. Oh, viel besser als Burger King, ich schwör. Boah, ist geil, aber scharf. Hä, bei diesem Wettbewerb geht es darum, möglichst viel zu essen? Du fliegst? Ich dachte, ich müsste das Zeug möglichst schnell da runterschlingen. Trottel. Ich habe immer etwas Platz. Chefkoch, Nachschub. Kann ich mitmachen? Ich habe gerade Hunger. Ist ja auch klar, Freundin ist nicht da. ist klar, dass nichts zu essen da ist, ne? Nee, ich mache mir natürlich gleich was. Ein bisschen selbstständig bin ich schon auch. Pizzabaguette in den Ofen schieben oder so, das kriege ich auch noch hin. Oder? Oder mache ich Lasagne? Boah, ich weiß nicht. Soll ich Pizza oder Lasagne essen? Die Frage ist so sinnlos, weil wenn das Video online ist, habe ich es schon längst gegessen. Da ist es wahrscheinlich schon Wochen her. AP Plus, cool. Ja, also wie gesagt, im nächsten Part gibt es dann die Arena. Und ja, ich hoffe jetzt mal, dass es euch trotzdem irgendwie gefallen hat. Also ich finde es dann doch etwas crazy, den Part, aber irgendwie auch lol. Ah, halt eins noch. Der hier, der ist in diesen Editionen sowas von abgeschwächt worden. Der sagt jetzt halt, zwischen all diesen starken Trainern, hier komme ich mir zwar etwas schwach vor, aber es macht viel Spaß. Das ist so pussyhaft. Eigentlich geilt er sich an den Girls auf, die in der Arena sind, weil da nur Girls sind. Und das ist einfach so schlecht, dass in Deutschland mal wieder eine Pussy-Edition eingefügt wurde. Aber was soll man machen? Okay, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, Daumen runter, wenn nicht. Und im nächsten Part gibt es dann die Pflanzenarena. Bis dann!